Kennt ihr das? Ihr kommt aus eurer Höhle raus und auf einmal ist es so hell draußen. Boah. Kommt, Leute. Da, 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 da. Da, 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 da. Die Musik scheint mir immer noch sehr bedrohlich. Nee, jetzt hat sie nachgelassen. Nee, sie ist immer noch da. Nein, ich möchte nicht warten. Was ich hingegen möchte ist, wo war denn das? Genau. Kehre zu Vex zurück. Ah ja, genau. Statt Astrid-Bericht, Bilanzfälschung, kehre zu Delvin zurück. Wir können also irgendwann mal wieder nach Rifton. Zu Silius. War der hier? Ich kann ja mal nachfragen. Vielleicht habe ich ja noch ein Stück dabei. Ich glaube zwar nicht, aber vielleicht, wer weiß. Ich habe keine Lust, das Inventar zu durchforsten. Es ist seltsam, ein Heft zu halten, das nicht mit einem Dolch verbunden ist. Ja, doch, hier, ich habe die Klinge. Seht nur, die legendäre Schärfe einer dädrischen Waffe. Großartig. Und hier ist eure Bezahlung für die Teile. Jetzt fehlt nur noch der Knauf. Aufregend, oder? Wenn ihr mich sucht, ich kümmere mich um das Museum. Mach das, der Knauf, der Knauf, der Knauf, der Knauf. Zum Knaufen. Huch. Ah, sieh mal an, hier glaube ich. Genau, da fehlt noch der Knauf. Hat einer von euch eine Ahnung, wo wir den Knauf finden, Leute? Steht da nicht? Wieso steht das da nicht? Das ist ungewöhnlich. Habe ich den Knauf zufällig dabei? Mit diesen Klingenteilen, die ihr gefunden habt, musste ich vorsichtig sein. Jedes ist so scharf, dass ich mir mühelos einen Finger damit abschneiden kann. Sag Bescheid, wenn du es schaffst. Bis zum nächsten Mal. Gut, sind wir wieder ein Stück Inventar losgeworden. Das ist immer gut. Was sagt denn die Karte? Von Drogre befreien. Erkunde die Ruinen von. Ah, bring den Knauf von Merunus Klinge in deinen Besitz. Das ist im Prinzip am Arsch der Welt. Totenkrähenfelsen. In der Nähe von Markarth. Da waren wir gerade, ist so das Problem. Finde Cache am Schrein von Perith. Warum ist die Stimmung so bedrohlich derzeit? Das ist ein bisschen seltsam. Schnell aufsteigen, bevor das irgendwer bemerkt. Inigo, wo hast du Svenja gelassen? Steiget auf. Ich glaube, ich werde erstmal nach Einsamkeit reiten und dann den ganzen Krempel loswerden. Von da aus dann wahrscheinlich an Markarth vorbei diesen Knauf holen. Und dann Astrid-Bericht erstatten. Wir werden nicht da lang reiten, weil wir genau wissen, dass da ziemlich nervige Drachen sind.
4 Stück oder so. Ihr wisst ja, ne? Wo die vorletzte Aufnahme abgebrochen ist, weil einfach nichts mehr klar kam. Es kommt schon wieder nichts klar, wie ich gerade höre. Ich muss endlich mir mal ein paar Eierschachteln nehmen, die um diesen Rechner rumplatzieren. Das geht so nicht weiter. Genau, ist er auch der Meinung. Was ist denn nun los, Pferd? Ich dachte, du bist eins der cooleren, also beeile dich. Ja. Blöde Flöhe. Passt, glaube ich, super auf diese Konversation. Gibt es eigentlich irgendeine Brücke von hier aus nach Einsamkeit oder muss man da theoretisch wieder rumreisen? Vielleicht müsste ich jetzt erstmal bei Markart vorbeischauen, um dann von da aus nach Einsamkeit zu kommen. Das würde mich natürlich an diesem Ding vorbeiführen, wo die Klinge ist. Wohin führt das da eigentlich? Irgendwohin, wo noch keiner war. Leute, wir gucken mal kurz, was da am Ende der Straße ist. Inigo, übernimm mal bitte den Troll. Was? Lassen wir die Spielchen. Schnappt sie euch! Was für eine Verschwendung, du. Was war das denn? Wer hat die Frau gerade beworfen? Ah! Rieglinge. Vernichtet sie. Verpisst sich, ich hoffe, er holt keine Verstärkung, das wäre nämlich ätzend. Aber warte! Oder auch nicht, weil du kriegst es ja an sich ganz gut hin, wie ich sehe. Eine goldene Halskette, Koboldzeug, makellose Amethyst. Ich brauche Saphire, verflucht noch eins. Hallo, Miss Schwarzthorn? Ich habe hier draußen ja allerhand erwartet, aber nicht, dass ich eine von denen treffe. Nehme ich doch die blöden Speere mit, wie mir scheint. Oder auch nicht.
Irgendeine Krypta. Ich habe gerade nur nicht mehr lesen können, was für eine. Okay, was auch immer ihr alle habt, das ist alles blutgetränkt, also ist das für mich nicht weiter relevant. Kries Kopfgeld. Tötet Eiser und Ragier, sobald ihr sie erblickt. 100 Goldstücke für den, der mir ihre Köpfe bringt. Sagt es weiter. Hä? Ich nehme das mal an mich. Für den Fall, dass das irgendwer mitkriegt. Wer in Dagons Namen seid ihr? Sprecht, oder ich töte euch auf der Stelle. Lugion, Sohn der Schlange. Kennen wir uns? Was ist hier eigentlich los? Also... Wo ist Ragier? Ich war ein Mitglied der Bande hier in den Ruinen. Mhm. Einer meiner Kumpane ist durchgedreht und hat das Schwert vom Boss gestohlen. Mir haben sie die Schuld dafür gegeben. Ich bin hier fertig. Meinetwegen könnt ihr den Boden mit diesen Idioten aufwischen. Aber kommt mir bloß nicht in die Quere. Bei was denn? Hey, halt! Mädel! Kommt mir bloß nicht in die Quere. Finde das gestohlene Schwert. Ja, so viel zu, wir reisen mal nach Einsamkeit. Frosthauchkrypta, na dann. Da geht's rein. Wollen wir da rein? Komm, wir gehen da mal rein. In der Hoffnung, dass es uns viel Ruhm bringen wird. Aber die verehrte Frau Schwarzdorn wird nun wahrscheinlich nach Hause rennen, oder? Direkt nach Riftorn, oder wie? Wäre zumindest anzunehmen. Aber Eiser? Sie ist doch eigentlich klüger. Ragier hat sie immer in alle möglichen Sachen hineingezogen. Aber dem Boss das Schwert stehlen? Wollt ihr etwa sterben? Wer weiß, die Katze war verrückt. Ich hab ihm doch gesagt, er soll einfach das Gold rausrücken. Aber hat er zugehört? Natürlich nicht. Immer müssen sie sich wehren. Tja, die Katze, immer die Katzen. Was ist nun mit euch Kleptomanen? Du klaust mir meine Freiheit, du stiehlst mein Herz. Ich mache ihm gar keinen Kummer mehr. Interessant. Dietriche. Ihr seid nur Banditen, ne? Steht quasi in der Berufsbeschreibung. Irgendwann kommt mal irgend so ein Depp und versucht euch umzubringen. Das tut mir jetzt leid. Nein, ernsthaft, Bruder. Das tat mir echt leid. Bist zwar nur ein Argonier, aber immerhin, wir sind irgendwie verwandt. Rein optisch schon. Okay, dort geht es tiefer hinein. Und was haben wir hier so Feines? Einen großen Sack mit 4 Kohl, die ich mir einfach mal hinterstopfe, weil darum. Eine Lehrlingstruhe, also gucke ich mal kurz weg. Knack. Also ich denke mir, was soll hier schon groß drin sein? Zumal die jetzt nicht sehr stark zu sein scheinen. Natürlich ist nichts in der Urne, wenn da steht, dass sie leer ist. Oh, Eisenzweihänder. Öffne Eisentür. Von der anderen Seite verriegelt. Okay, das ist doch schon mal gut. Das heißt für mich nämlich, dass ich nur in die Richtung gehen brauche und später auf der anderen Seite ganz problemlos wieder rauskomme. Befehle. Niemand darf rein oder raus, bis er zurück ist. Sonst zieht der Boss euch das Fell über die Ohren, wie er es auch mit Ragier getan hat.
Was? Er ist tot? Ein Chaos. Was? Vor Gekür und Ragier in die Tunnel. Ah, linker Gang, rechter Gang. Dass du mich nicht gesehen hast, war echt dein Pech. Coole Rüstung. Habe ich schon. Das hätte gerade so schief gehen können. Zum Glück bin ich der Obermeister im Schleichen. Na komm schon. Nö. Ah, geht doch. Okay, wir haben hier also einen Schleifstein. Vulkanglasstock. Gravierte Bossmeerstiefel, hier ist irgendwie nichts, was ich jetzt unbedingt haben wollen würde. Inigo, wärst du so freundlich? Danke, mein Freund. Hast du auch solche Stiefel? Nee, du hast Söldnerstiefel. Die haben dich verarscht, Mädel. Klage sie an. Was, es wird nichts aktiviert, wenn ich das Buch da wegnehme? Ist ja schade. Wir müssen uns umsehen. Vielleicht gibt es hier einen Stein von Barensia. Der Boss ist darunter? Heute? Ja. Er ist hinter Ragier her. Ich habe ihn noch nie so wütend gesehen. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Irgendwas ist mir da unten in letzter Zeit falsch vorgekommen. Unheimlich. Jetzt klingt ihr so verrückt wie die Katze. Als nächstes kommt dann die Geschichte von der bleichen Fürstin. Die bleiche Fürstin. Wir haben es also wahrscheinlich mit Vampiren zu tun, oder wie? Ich brauche einen makellosen Saphir, verflucht noch eins. Ich krieg alles, nur keinen makellosen Saphir. Kirs Notizbuch. Frosthauchkrypta. Woche 12. Was für ein Desaster. Seit einer Woche haben wir keine Karawane mehr zu Gesicht bekommen. In den Tunneln haben wir sogar an dem Boden verloren. Achso, an Boden. Ja, okay. Ich verwirre mich selber. Tal und seine Gruppe wurden zermalmt, als der Abschnitt zusammenbrach. Ich habe von Meuterei reden hören. Wenn es nächste Woche nicht besser wird, dann passiert irgendwas. Frosthauchkrypta Woche 13. Ah, nächste Woche. Zwei neue Rekruten. Aisa und Ragier. Das Mädchen sagte, sie habe in der Sitamine unten in Markart eingesessen. Ach, das da. Die Sitna-Mine. Ha, so wie Hermine. Nur mit Sitna statt Herr. Gibt's auch eine Hermine? Also hier? Wenn ja, was ist das Herr? Egal. Und das sieht man. Sie hat mehr Erfahrung als wir alle zusammen. Ich habe ihr die Aufsicht über die Ausgrabung übertragen. Der Katzenmann kann gut mit der Klinge umgehen, also habe ich ihn mit den Plündern an der Oberfläche geschickt. Mit den Plünderern so rum. Es ist also besser geworden. Frosthauchkrypta 14. Die Arbeiten am Tunnel verlaufen gut. Aisa hat gerade gestern unseren ersten großen Fund gemacht. Eine vergrabene Truhe mit ein paar hundert Goldstücken. An der Oberfläche haben Ragier und seine Gruppe in dieser Woche 5 Händler überfallen. Sie waren schneller dran und wieder weg, als die Wache reagieren konnte. Endlich scheint das Glück auf meiner Seite zu sein. Woche 15. Der Tunnel hat sich zu einer Art riesiger Höhle erweitert. Da unten gibt es einen ganzen Wald. Ich habe ein schönes Schwert gefunden, das auf eine Art Monument arrangiert lag. Aber die Sache ist einfach seltsam. Gruselig. Was ist das für ein Ort? So eine Grabstätte habe ich noch nie gesehen. Woche 16. Ich glaube, der Katzenmann ist verrückt geworden. Plötzlich kann er sich nicht mehr konzentrieren, redet dauernd vor sich hin. Erst war er unser bester Plünderer und nun hat er gerade heute 2 Sachen so schlimm vermasselt, wie noch nie.
Also versucht das Ganze schön zu reden. Aber das nimmt ihr keiner ab. In letzter Zeit bittet er mich andauernd, das Schwert sehen zu dürfen. Und bettelt mich an, es ihm zu leihen. Als würde ich zulassen, dass er es in die Pfoten bekommt. Es ist wunderschön, perfekt ausbalanciert. Besser als jedes, was ich je in Händen halten habe. Ja. Sicher kann er es kriegen, geradewegs in die Eingeweide. Mir deucht, das Schwert muss zurück an seinen Platz. Erstmal will ich sehen, ob es wirklich so wunderhübsch ist, wie sie hier alle tun, weil das wird es wahrscheinlich nicht sein. Wenn es wunderhübsch ist, dann behalte ich's. Wenn nicht, dann seid ihr alle tot. Seid ihr sowieso, bis ich da angekommen bin, um mir das Schwert anzusehen. Isas Tagebuch. Haben heute Morgen die Weißflussbande verlassen. Mit Hayas Schlägern auf den Fersen. War keine üble Sache, aber es war Zeit für etwas Neues. Mit ihm als Anführer konnten Rajir und ich nicht groß weiterkommen. Ich werde nie verstehen, wie er das macht. Ich habe in Windhelm nicht einmal ein Gerücht gehört, während Rajir außerhalb der Stadt blieb, sich an Mondzucker berauschte und trotzdem noch fertigbrachte, etwas für uns aufzutreiben. Eine Bande drüben in Richtung Mortal. Sie haben sich in einer alten Ruine verkrochen und graben zwischen Überfällen auf. Sie haben sich in einer alten Ruine verkrochen und graben sie zwischen Überfällen auf die Karawane aus. Achso, die Ruine. Boah. Wer hat diese Texte verfasst? Das ist nicht... Egal. Wir haben uns Grüßbande angeschlossen. Ihre Schatzsuche... Oh, meine Güte! Ihre Schatzsuche... Ich weiß, das wirkt gerade extrem blöd, aber es ist echt so scheiße zu lesen hier, weil ich mal zur Abwechslung am Tag aufnehme und deswegen kaum was sehe. Ihre Schatzsuche ist ein Desaster. In 3 Monaten Arbeit haben sie mit Mühe und Not eine einzige Halle freigelegt. Und bei Einstürzen sind 6 Leute umgekommen. Ich habe die Aufsicht über die Ausgrabung übernommen, während Rajir die Überfälle draußen anführt. Vielleicht zahlt sich das ja in der Zidna-Mine. Oh, tötet Zidna. Nennt das Ding einfach nur scheiß Mine. Doch noch aus. Wie ist die eigentlich entkommen? Ich dachte, entkommt keiner. Man sollte denken, dass ein Mann, der ein Schwert führen kann, auch eine Spitzhacke schwingen könnte. Aber diese Tölpel sind nach kaum einer Stunde schon erschöpft. Kein Wunder, dass der Tunnel ewig braucht. Ich habe Schichten rund um die Uhr eingeführt und für die besten Ausgräber doppelte Ration angeordnet. Es gibt ihnen einen Anreiz. Boah, ist das jetzt echt der ganze Scheißablauf nochmal aus ihrer Sicht? Die Nachtschicht hat mich geweckt, um mir zu sagen, dass sie auf etwas Großes gestoßen seien. Kür, Rajir und ich gingen hinein, um es uns anzusehen. Es ist gewaltig. So als wäre ein ganzer Wald einfach von der Erde verschluckt worden. Mit einem großen alten Monument in der Mitte. Kür nahm das Schwert davon als Trophäe mit, als Beweis, dass sein ganzer Plan allmählich auszahlt. Dies eine Mal könnte er recht haben. Rajir hat seit ein paar Tagen Albträume. Er murmelt die ganze Zeit etwas von einer bleichen Dame. Einer dieser Sumpffrauen, die nachts Kinder stehlen, glaube ich. Zu denken, dass irgendeine alberne Geschichte den grimmigsten Räuber, den ich kenne, in ein schlotterndes Kätzchen verwandeln könnte, das Angst vor seinem eigenen Schatten hat. Ich bin bloß froh, dass keiner von den anderen ihn so sieht. Tja, bis er rausrennt und alle die bleiche Dame. Nun, ich kenne die weiche Dame, die weiße Dame, die bleiche Dame, es klingt nach der gleichen Sagengestalt. Es wird schlimmer. Rajir kann kaum noch schlafen. Und wenn er doch wegnickt, wacht er schreiend wieder auf. Gestern hat er damit alle geweckt. Er sagt, die bleiche Dame käme uns holen. Sie sei unten im Wald. Wir müssten das Schwert zurückbringen, sonst würde sie uns alle töten. Keine Chance. Der Boss klammert sich an das Ding, als wäre er damit verwachsen. Ich habe allen erzählt, dass Rajir bloß Fieber hat. Aber so kann es nicht weitergehen. Ich habe ein paar Sachen zusammengesucht. Heute Nacht schleiche ich mich davon und ich werde nicht zurückblicken.
Wärst du mal schneller gewesen. Eiser, ich sehe sie in jedem Schatten, höre ihre Stimme in jedem Windhauch, in meinen Träumen, in meinen Ohren, in meinem Verstand. Die bleiche Dame, wir müssen sie aufhalten, wir brauchen nur das Schwert zurückzugeben, dann können wir sie für immer wegsperren. Ich halte es nicht mehr aus, ich muss es tun, ich muss einfach, Rajir. Okay, Leute, weiter. Wir bringen jetzt ein paar Leute um. Ich habe gerade genug Frust angesammelt. La questione ist nur, wie komme ich da runter? Oder lasse ich sie einfach nach oben kommen? Ach, ihr habt einen Weg gefunden. Sehr schön. Inigo, bring es zu Ende. Hast du irgendwas dabei? Er zuckt noch. Er zuckt noch, weil ich ihm meine Axt in seine Nervenstränge getrieben habe. Ich glaube, mich ruft jemand. Ich wünsche nur, ich hätte es nicht gehört. Denn jetzt muss ich diesem Ruf folgen. Käse. Warum habe ich eigentlich solche Angst? Brauche ich gar nicht haben. Ich höre das nicht gerne, wenn man so mit meiner Frau redet. Lass mich mal durch. Gulasch. So, den Dietrich nehme ich mit, das Gold ebenso. Stahl, Katana, gib mal her. So, wieso bin ich auf einmal so voll? Kann mir das mal wer verraten? Ist irgendwas passiert? Svina! Ach, da. Zeig mir mal deinen Rucksack. Dädrischer Helm, wieso habe ich den dabei? Ich könnte ihn mal anziehen, so Drachenknochen. Guck mal, nimm die mal an, dich Süße. Das finde ich schon mal erleichternd. Hä? Ich habe dir den Rubinenbogen gar nicht gegeben? Trotzdem fängst du an zu schießen? Okay, so langsam wundert mich gar nichts mehr. Genau, jetzt kann es nämlich in Ruhe weitergehen. Das gelbe Buch der Rätsel mitnehmen. Ich wette, ich hätte auch einfach den Hebel drücken können, ohne ihr Schaden zuzufügen, aber so macht es mehr Spaß. Whatever happened? Wir kommen dort hinein. Die gerade etwa geblockt, die blöde Kuh? I am invisible. Ah, da geht's runter. Danke, Leute.
sonst geht's dir noch gut, ja? Ja, dann würde ich ihn zu Hause lassen. Aber du wolltest ihn ja unbedingt mitnehmen, Inigo. Irgendwas stimmt nicht. Der Boss ist schon zu lang unten. Ja. Warten wir noch ein bisschen, dann... Inigo, go beiseite. Du blöder Pelz. Kommen wir so ein bisschen wie so ein Paar vor, so wie die hier gerade in Löffelchenstellung liegen. Nein, ich bin nicht geschmacklos. Ich versuche das Ganze nur in Kontext zu setzen. Das hier sieht nach so einer Stelle aus, wo man mal eben Stolper gedraht. Platzieren könnte aber nein, offenbar fallen die Steine hier von alleine von der Decke. Why is this chest so empty? Kommt bitte rein, denn sonst komme ich nicht mehr raus. Okay, von da kommen wir gerade. Med. Was ist denn an einem Krug hier und da so falsch? Dass die Hebräer keine Trockere geweckt haben, ist ja schon fast ein Wunder. Okay. Leute, Frostkrypta Tiefe. Wenn ich schon mal dabei bin, genau zwischenspeichern, da kann ich auch endlich diesen Rucksack mal ablegen. Wenn ich ihn finde. Und los. Jetzt sollte ich auch einfach mein Dings aufsetzen. Mein Dedra-Helm. That does not sound very healthy, my friend. Sieh mal einer an, wir haben den Bluthund gefunden. Du bist also Kerr, ja? Endlich ist jemand hier. Ich... Die Katze... Najir hat mich überfallen. Er will sich sein Schwert zurückholen. Ich... kann nicht. Ja. Kommt, Leute, die beste Idee, die ich jemals hatte. Wir folgen dem Licht. Verbanne die bleiche Fürstin. Nein! Nein! Okay, der Kater ist tot.
Leute, das wird richtig lustig. Jetzt verstehe ich, warum man sich die ansehen wollte nochmal. Ich meine, guck dir ihre Kleidung an. Oder das Fehlen ihrer Kleidung. Einfach mal so ein Thumbnail, weißt du? Tja, ich habe mich an sie angeschlichen. Ich war gut, oder? War ich gut? Ich war gut. Guck mir nicht so vorwurfsvoll an, dass sie quasi so ein... Sie war ein wandelnder Ausschnitt. Na und? Guck mal, ich kann dir sogar ihr Leichentuch geben, wenn du magst. Willst du es auch mal tragen? Ja, das Schweigen sagt alles. Gold. Die bleiche Klinge sieht im Prinzip aus wie ein dädrisches Schwert. Was macht's denn? 20 Punkte Frostschaden, 40 Punkte Ausdauerschaden. Okay. Und jetzt? So, und dafür hat sich das alles gelohnt, ja? Na, wenn du meinst. Was denn, Leute? Nehmen wir das Schwert jetzt mit oder lieber nicht? Du hast also keine wirklich... Mach mal was für mich. No. Wo ist denn hier das? Da. Kannst du mal was für mich tun? Warte mal bitte dort. Okay. Du willst sie also nicht nehmen. Na, okay. Ich nehme die mal mit. Mal gucken, ob ich verrückt werde. Wenn ja, dann wissen wir ja, was wir tun müssen. Aber an sich habe ich die bleiche Dame auch vernichtet. Also... Na, ein Glück habe ich mich noch umgesehen. Erleuchte mich! Eisform M. Was auch immer. Nebenerzbogen des Gefrierens. Das klingt nach so einer Waffe, die eigentlich super für mich gemacht ist. Öffne die Krypta.
Seht euch das nur an. Interessanter Gang. Ich verabschiede mich dann mal, ja? Bis später. Das waren wieder zwei falsche Tasten auf einmal gedrückt. Genial. Einfach nur genial. Soll ich die Tastenbelegung umbelegen, damit ich da irgendwie, weißt du? Das wird vielleicht mehr Sinn machen. Hier kann ich ja die Tasten anpassen. Darüber sollte ich wirklich vielleicht mal nachdenken.